CO2 ein toter Hund, ne, in der Chemie. Dann haben wir CO2. Probleme mit CO2 hatten eine Renaissance in den Medien im Zusammenhang mit der Problematik Speicherung von CO2 in unterirdischen Gesteins- oder Salz- oder anderen Schichten. Und wie das geendet ist, das wissen Sie. Heute haben wir einen ganz anderen Zugang zu dem Thema CO2. Und wenn Sie in die Pressemitteilung schauen, die in Ihren Mappen liegt, wo dann solche Fragen gestellt werden am Anfang, ob man künftig auf Matratzen schlafen wird, die aus Kohlendioxid hergestellt sind, oder dass wir Lebensmittel aufbewahren werden in Kühlschränken, die aus CO2 mal gefertigt wurden, oder eben, ob man CO2 nutzen kann, um Windstrom oder Solarstrom zu speichern, dann kann man alle diese Fragen mit Ja beantworten. Dann kann man diese Fragen mit Ja beantworten. In dem Sinne, das könnte bald machbar sein. Und die Tagung heute wird die Dinge vorstellen, was ist inzwischen gelungen, bei den Überlegungen CO2 als Rohstoff zu nutzen. Und CO2, das C darin, Kohlenstoff, Kohlendioxid. Wir wissen, dass in der Chemie ganz viel aus Erdöl gemacht wird. Erdöl, eine Ressource, die zunehmend teurer wird und auch nicht üppiger wird, sodass es auch ein sehr großer Fortschritt wäre, wenn es gelänge, diesen Rohstoff partiell durch CO2 zu ersetzen. Wobei, Herr Wagemann deutet es an, CO2 für die Chemiker nicht einfach zu behandeln ist. Na, es ist also reaktionsträge, energiearm, steht am Ende der Verbrennungskette. Also daraus etwas zu machen, da etwas hervorzulocken, das ist nicht trivial. Wie das möglich ist, das können die Chemiker erläutern. Dass es möglich ist, dafür hat das BMBF, das Bundesministerium, glaube ich, etwas Entscheidendes getan, indem es bereits 2009 eine Fördermaßnahme ins Leben gerufen hat, die heißt Technologien für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, chemische Prozesse und stoffliche Nutzung von CO2. Und in diesem Rahmen sind im Zeitraum von 2010 bis 2016 100 Millionen vorgesehen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Das Schöne ist aber, und das zeigt, dass es wirklich ein Zukunftsthema ist, dass zudem staatlich kann man ja mal alles Mögliche fördern. Und hoffentlich immer das Richtige, dass aber es auch an dieser Stelle wirklich doch ein Indiz ist, dass es ein richtiger Weg ist, dass die Industrie Gelder, ungefähr die Hälfte, 50 Millionen mobilisiert hat, sodass es insgesamt eine wesentlich größere Summe ist und die Projekte, in denen Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten, um eben Verfahren zu entwickeln, wie man CO2 umsetzen kann, wie man das zu Kunststoffschäumen oder zu anderen Dingen entwickeln kann. Da sind mittlerweile 33 Verbundprojekte, wo 86 industrielle Partner beteiligt sind. Und eben nicht nur in der Chemie haben wir ja die großen Player, BASF und andere, sondern auch dort 23 kleinere und mittlere Unternehmen und die Projektpartner aus den Hochschulen und aus den Forschungseinrichtungen. Also es ist durch diese Fördermaßnahme ein ganzes Netzwerk von Interessenten, von Kooperationen entstanden, wo dieses Thema, wie kann man CO2 einsetzen als Rohstoff. Und nachher im Rahmen der Statuskonferenz darf ich einen neuen Förderbescheid über eine Menge Geld übergeben nachher. Nach dem, was wir heute wissen, kann man schätzen, dass das stoffliche CO2-Recycling, also zu verwenden in den angedachten Richtungen, dass das ungefähr maximal, sind Schätzungen natürlich, ich hoffe, Herr Töpfer widerspricht nicht, sonst immer, aber an der Stelle müssen wir uns auf die Wissenschaftler 10% der Emissionen, die von Menschen verursacht werden, CO2 zu binden. Das klingt nicht viel. Das sagt aber deutlich, also jetzt die stoffliche Verwertung von CO2, damit retten wir das Klima nicht. Aber 10% davon, das würde bedeuten, theoretisch, dass sämtliches Erdöl, das die chemische Industrie nutzt, um Kunststoffe zu produzieren, ersetzt werden könnte durch CO2. Und das zeigt schon wieder die Qualität. Aber es sind insgesamt auch Maßnahmen zur Energiewende. Und die Energiewende, da sind wir uns auch einig, kann nicht ohne intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit überhaupt realisiert werden. Und da bietet sich natürlich bei dem Thema Energiespeicher, wo es auch entsprechende Förderlinien gibt und die unterschiedlichsten Möglichkeiten an, das Thema, ob man mit CO2 auch speichern kann. Kohlendioxid bietet sich hier an. Umwandlung zu Methan könnte man dann, das, was man für Methan oder für Erdgas hat,
dieses Erdgasnetz nutzen, um das einzuspeichern. Also könnte viel von dem, was schon vorhanden ist, nutzen, diese Strom-zu-Gas-Technologie. Also ich glaube, dass die CO2-Verwertung einerseits ökologisch sinnvoll ist, auch im Richtung Klima, Energiewende, Ressourcenschonung, Energieeffizienz, aber dass es eben auch ökonomisch Ersatz von Erdöl oder eben neue Speicherkapazitäten zu entwickeln. Nicht ganz unerwähnt möchte ich an dieser Stelle lassen, dass von den Geldern für die CO2-Verwertung rund ein Drittel in die Erforschung von Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen fließen. Eine der zentralen Herausforderungen für uns insgesamt ist, Kreisläufe schließen. Wo immer wir noch lineare Prozesse haben, werden wir dazu kommen müssen, in einer Welt, die dann 9 Milliarden Menschen zu tragen hat, wie schließen wir die Kreisläufe? Bei CO2 haben wir den Kreislauf nicht geschlossen. Es wird von Abfall gesprochen. Solange wir dabei sind, haben wir mit Sicherheit unsere Aufgaben für Nachhaltigkeit nicht erfüllt. Abfall als Maßindikator für das Abweichen von Nachhaltigkeit. Also, es passt hinein in unsere Gesamtaufgabenstellung. Wie schließen wir in dieser Gesellschaft Kreisläufe? Zweiter Punkt, wie können wir das hier technisch machen? Hierzu bei uns eine wichtige Initiative auf 3 Ebenen. Einmal ist Professor Rubia dabei, mit der Nutzung von CO2 Methanol zu produzieren. Zum Zweiten sind wir sehr intensiv, Tobias sitzt hier, damit beschäftigt, Beiträge zu leisten, wie wir CO2 in die chemische Industrie mit einbringen können. Ich sitze also nicht zufälligerweise bei Dream Products. Dort arbeiten wir zusammen mit der Industrie, in diesem Fall mit Bayer. Und wir arbeiten natürlich zusammen mit der Wissenschaft, in diesem Fall in besonderer Weise mit der RWTH in Aachen. Und der dritte Punkt, der eine große Rolle spielt, ist die Frage, welche Begleitprobleme haben wir, wenn wir CO2 abspalten? Hat das Konsequenzen für atmosphärische Veränderungen? Also erstens Kreisläufe schließen, zweitens, wie kann man CO2 gewinnen und es nutzen? Und drittens, es ist ja richtig, dass wir dann sagen können, wir können eine Matratze produzieren, wir können einen Kühlschrank produzieren. Wir müssen nur fragen, wollen die Menschen das? Die Frage ist also, was können wir verhindern, dass das wieder passiert, was uns an vielen anderen Stellen passiert ist? Dass wir zwar eine wissenschaftlich erforschte Möglichkeit haben, dies aber an der Akzeptanz von Menschen scheitert. Das ist die zentrale Aufgabe des Instituts, das ich hier vertrete, vom ISS. Wie erreichen wir es, dass wir frühzeitig nicht nur beteiligen, sondern einbinden? Dass die Menschen an der Entwicklung von Techniken beteiligt sind, das nennen wir transdisziplinär. Und dies ist ganz, ganz zentral. Das ist nicht eine nicht wissenschaftliche Frage, sondern eine zentral wissenschaftliche Frage, wie wir in einer offenen Demokratie damit umgehen, dafür sie nicht wieder in eine Falle hineinlaufen, dass wir alle sagen, das ist hervorragend, das ist eine große Technologie, aber sie stößt nicht auf die Bereitschaft von Menschen, dies zu nutzen. Deswegen, glaube ich, sind wir gut verankert in diesem sehr, sehr wichtigen Projekt. Gar keine Frage. Das hat weltweit große Resonanz bereits gefunden, das werden andere hier noch besser sagen können. Wo immer ich hinkomme, und ich bin noch einigermaßen international unterwegs, werde ich genau auch danach gefragt, wie weit seid ihr mit dem Schließen des Kohlenstoffkreislaufes? Wie kriegen wir das hin? Und welche damit verbundenen ökonomischen Möglichkeiten sind gegeben? Dass das am Ende auch einen wichtigen Beitrag für eine andere Energieversorgungsstruktur hat, dass das einen großen Beitrag leisten kann für die Frage auch einer Klimapolitik mit neuen und ergänzenden Instrumenten, ist klar. Aber das ist etwas, was hinzukommen muss und was nicht von vornherein das Treibende ist. Treibend ist, schließen wir Kreisläufe, suchen wir Technologien, die dann auch von den Menschen in den Produkten, die damit verbunden sind, akzeptiert werden. Und dann, glaube ich, haben wir in einer Welt mit nach wie vor, und ich sehe junge Menschen hier sitzen, die werden noch in der Welt leben, wenn wir 9 Milliarden Menschen haben, ich nicht mehr. Und deswegen ist ganz wichtig, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie können wir diese Problematik ursächlich bewältigen.